Hallo und willkommen zur neuesten Folge des revolutionären 1848-49 Podcasts. Heute spreche ich wieder mit Christian. Hallo Christian. Hallo. Und wir möchten über die Revolution in Büchern reden. Du hast da ein bisschen was vorbereitet und hier neben mir, wir sind auf unserem Workshop, liegen gefühlt 200 Bücher. Wahrscheinlich sind es nur 10, ich habe jetzt nicht gezählt. So um ein paar, ja. Ich habe so eine kleine Auswahl mitgenommen. Genau. Ja, und erzähl uns doch mal was ein bisschen über die Revolutionen der Belleristik. Was soll ich erzählen? Ich habe halt mal geguckt, was es so jenseits der Sachbücher gibt, wie sich vielleicht auch die Schriftsteller dem Thema nähern, was es da für Bücher gibt, was für Geschichten dahinter steckt. Ich meine, natürlich Lenz oder Die Freiheit ist auch verfilmt worden, der Roman, so als großes Beispiel zu nennen. Und es gibt ganz viele andere schöne Bücher, also es gibt viel Licht und auch ein wenig Schatten dabei. Und ja, da dachte ich, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer Lust, Zuhörerin Lust, mal reinzuschauen, die Revolution vielleicht auf abenteuerliche Weise zu erkunden. Und bei dem einen oder anderen Buch kann man tatsächlich auch ganz, ganz viel lernen, ohne dass man ein Sachbuch in die Hand nehmen muss, indem man einfach dem Protagonisten folgt und was das Lernen natürlich dann ein bisschen interessanter und einfacher gestaltet. Ich glaube, das ist auch bei den meisten Autoren so ein bisschen der Hintergrund, das Buch zu schreiben. Einige haben ganz gute Geschichten, bei den anderen kommt die Geschichte zu kurz. Das ist eigentlich so eine Möglichkeit, die Fakten zu transportieren. Und ja, da wollte ich einfach mal ein paar vorstellen. Bevor du da weitermachst, du hast gesagt, es gab schon ein Buch, das verfilmt wurde. Mhm. Wie heißt das Buch und wie heißt der Film nochmal? Ja, da triffst du mich jetzt völlig auf den falschen Fuß. Also der Film ist ein Mehrteiler, Lenz oder Die Freiheit heißt der. Das Buch habe ich jetzt tatsächlich nicht mitgebracht. Und weil ich es noch nicht gelesen habe. Also ich könnte jetzt vielleicht zu der Filmserie was sagen, aber zum Buch möchte ich dann noch nichts sagen, weil wie gesagt, das steht noch auf meinem Regal und wartet darauf, gelesen zu werden. Es gibt tatsächlich einen Haufen Bücher, würde ich sagen, über das Thema. Und da habe ich ein paar etwas älteren Datums mitgebracht und ein paar ganz neue. Da würde ich dann gerne erstmal damit anfangen. Ich habe einfach mal gemacht, dass man beim Podcast nie machen soll. Man googelt. Und es ist die Verfilmung des Anfang der 1960er Jahre von Stefan Heim geschriebenen, ursprünglich englischsprachigen Romans The Lenz Papers. Und der deutsche Titel ist Die Papiere des Andreas Lenz. Danke, genau. Ja, das hätte ich jetzt nicht so. 4 Folgen ist der Film, sind die Filme mit 376 Minuten insgesamt. Okay. Und wieso insgesamt hat auch der Film Höhen und Tiefen, Licht und Schatten? Und das, wie gesagt, spiegelt sich in den Büchern auch wieder, aber da können wir ja gleich mal ein wenig drin stöbern. Ich hatte mir eigentlich eine Liste gemacht, positiv, negativ. Ich würde diese Liste aber aufbrechen, einfach so, wie die Bücher jetzt hier auf dem Stapel sind, einmal drüber reden wollen. Und die Hörerinnen und der Hörer, die können sich dann selber vielleicht ein Urteil bilden. Das eine oder andere klingt vielleicht interessant und sie denken, ja, das kann ich im Antiquariat oder im Buchhandel noch ersteigern und erstehen und dann durchlesen. Oder vielleicht kann ich hier auch schon einen Tipp geben, welches Buch man getrost zur Seite legen kann, ohne es gelesen haben zu müssen. Bin ich ja gespannt. Ja, schauen wir mal nicht. Ich nehme jetzt einfach mal das erste hier hoch. Preußen, Humpen und Rebellen. Ja, Preußen, Lumpen und Rebellen. Hm. Das ist in der DDR erschienen, das Buch. Das ist also eins der älteren Jahrgänge, ich glaube im Verlag des Verteidigungsministeriums der DDR. Genau, Verlag des Ministeriums für nationale Verteidigung 1957. Genau. Geschrieben von Günther und Johanna Braun. Genau. Das ist, man mag es nicht glauben, aber es ist tatsächlich ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat. Es gibt mehrere Episoden, beschrieben wird einmal... Also es spielt während der Reichsverfassungskampagne 1849 in Baden und wir begleiten dort einen badischen Leutnant auf Seiten der Revolutionäre sowie einen Artilleriestückführer im Range eines Feldwebels, glaube ich, und einen preußischen Soldaten, einen Offiziersburschen
Und die erleben halt die Reichsverfassungskampagne beziehungsweise einen Feldzug in Baden auf unterschiedliche Art und Weise. Der Leutnant, der hat ein Liebchen in Heidelberg und möchte natürlich durch die preußischen Linien wieder zu ihr zurück. Ist aber hin und her gerissen, weil er halt natürlich auch für die Sache kämpfen möchte. Und dann erleben wir den Artilleriefeldwebel, der die ganze Zeit damit kämpfen muss, dass er halt zu wenig Ausrüstung hat. Der natürlich auch, ich denke mal, das ist natürlich auch ein bisschen der DDR-Ideologie geschuldet, natürlich absolut hinter der Sache des Volkes steht und mit den Unwillen des Kapitalismus kämpft, weil nämlich diverse Zulieferer lieber die Sachen verkaufen, um eigenen Gewinn zu machen, als ihn an die kämpfende Truppe weiterzugeben. Und der preußische Bursche, der möchte dann später desertieren. Das Ganze ist aber jetzt nicht so aufdringlich geschrieben, dass es wirklich sich wie Propaganda liest, sondern es sind sehr nette Geschichten, sehr gut geschrieben. Die Figuren entwickeln sich für den Leser ganz angenehm. Also da kann ich absolut, wer das mal in der Hand hält bei einem Antiquariat oder so, kann ich absolut empfehlen. Es ist nicht sehr dick, es ist ein Hardcover-Buch, leinengebunden und hat ungefähr 200 Seiten mit den üblichen Handskizzen drin. Also die Schriftart draußen ist halt ist Fraktur, ja. Fraktur, aber innen drin ist es normale, ja, genau, Druckschrift. So alt ist es dann doch nicht, genau. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten. Frank Winter, den Feigen tritt jeder Lump, vom Oktober Verlag. Ja, das ist relativ neu. Ich glaube, das ist 2020 19 erschienen, ja. Bei dem Buch bin ich tatsächlich zwiegespalten. Es hat auf Amazon relativ gute Kritiken bekommen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich sehe den Friedrich Hecker nicht als jemanden, der von sich und anderen Leuten wie ein Adelsspross in der dritten Person redet. Was ich bei dem Buch ganz interessant finde, ist, dass sich tatsächlich mal mit Hecker so als Romanfigur auseinandersetzt und ihn auch bis in die Vereinigten Staaten, die Zeit des Bürgerkrieges und kurz danach begleitet. Das Ganze entspinnt sich so ein bisschen als Rückblick. Also das Buch beginnt in den Vereinigten Staaten, wie er mit seinem Intimfreund Kaspar Butz, der uns auch beim Iserlohner Aufstand hin und wieder mal begegnet, sich unterhält über die alten Zeiten und was sich so verändert. Und dementsprechend blenden dann quasi die Ereignisse von 1848 wieder auf. Die Zeit des Vorparlaments, den wären dann in der Frankfurter Paulskirche und schließlich dann halt auch Heckers Aufstand und seine Flucht über die Schweiz dann in die Vereinigten Staaten und seinen Werdegang dort. Wie gesagt, vom Stil her fand ich das Buch eher schwierig zu lesen. Hecker spricht eher wie so eine Karikatur. Wie gesagt, von sich und anderen gerne in der dritten Person, ziemlich abgehackt. Das ist so eine Kunstsprache, wie ich finde. Und das macht das Ganze schwer zu lesen. Gut recherchiert ist es wohl, aber ist letztlich halt ein Roman und kein Sachbuch. Insofern lasse ich das etwas zurück. Und fand ich, also es ist kein Favorit. Ich würde jetzt keine Kaufempfehlung geben. Persönlich, wer sich unbedingt mit Hecker auseinandersetzen möchte, wird wahrscheinlich nicht drum rumkommen, einfach weil die ganzen Facetten von Baden bis nach Amerika behandelt werden. Das ist sicherlich interessant. Aber viele Figuren wie Struve oder andere Politiker der Zeit bleiben dann auch relativ blass als Nebenfiguren. Und das hat mich alles so ein bisschen gestört an dem Buch. Es ist ein Softcover, hat ungefähr, liegt bei, ja, auch 200 Seiten. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Von Dietlof Reiche, Zeit der Freiheit, die Angst des Engelwirts vor den Preußen, Baden 1848 von Anrich History. 1849, genau. Was habe ich gesagt? 48. Fast, wegen dem ein Jahr. Also erstes Mal steht hier Copyright 81 und 98. Das ist dann im Jubiläumsjahr nochmal aufgelegt worden, genau. Genau, das erschien also das erste Mal 81 unter dem Titel Wie Spreu vor dem Wind. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Buch habe ich lange, lange nicht angefasst, weil ich den Titel so schrecklich fand. Zeit der Freiheit, die Angst des Engelwirts vor dem Preußen. Das klingt für mich so, ja, wie so ein...
ja, es gibt doch im Supermarkt immer diese Heftchen, wo so Halbnackte sich räkeln für was weiß ich wenig Geld, die irgendwelchen Liebesschmonzetten. Hatte für mich erst so einen Eindruck. Und wie gesagt, ich habe mich lange nicht rangetraut und dann habe ich es doch getan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dies eines der schönsten Bücher ist, die ich über die Revolution gelesen habe. Da stimmt alles. Das ist gut recherchiert. In den Details, die beschrieben werden, ist alles stimmig. Es hat eine sehr schöne Sprache. Die Protagonisten, finde ich, sind, also man taucht wirklich schön ein ins 19. Jahrhundert. Und die Story, die ist nicht abgehoben. Man begleitet so ein bisschen so die Führung des Dorfes mit der jungen Dame, um die es geht. Therese, genau, die Therese, die hat sich nämlich in den Egi verliebt und der wird eingezogen in das badische Volksheer und ist dann weg. Sie macht sich halt immer Sorgen und der Blenker tritt auf, der dann in Gernsbach das Kommando übernimmt und ach, das ist alles so, ja, so richtig schön. Man kann sich da drin verlieren in dem Buch, weil die Therese, die ist auch jetzt nicht, die betrachtet das halt alles nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel, finde ich. Das ist echt gut gemacht. Wie dann der Bürgermeister versucht, dem Pfaffen das Geld rauszuleiern, weil er das eigentlich für den Ausbau des Dorfes irgendwas benutzen will. Und der Pfaffe, der wehrt sich und versucht dann irgendwie noch die alten Strukturen des Großherzogs zu nutzen. Und die kämpfen dann so innere Kämpfe innerhalb der Gemeinde, obwohl eigentlich gerade rundherum die Welt in Flammen steht, die Preußen da einmarschieren. Und eigentlich sollten sie sich um was ganz anderes Sorgen machen. Hinzu kommt, dass die Therese, sie lebt halt bei ihrem Vater, sie ist noch eine Jugendliche. Und der hat halt den Engel, den Gasthof Engel. Und der Vater ist halt auch, ja, so ein richtig, also der hat für den einen oder anderen Lacher gesorgt. Und die spannendste Szene in dem Buch spielt auch im Engelwirt, also in diesem Gasthaus, wo wirklich so witzige Missverständnisse plötzlich zu einer ganz, ganz schlimmen Situation führen. Ich möchte jetzt hier nicht spoilern, also wie gesagt, absolute Leseempfehlung. Dietloff Reiche, ganz toll geschrieben, ganz toll recherchiert. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also da stimmt wirklich alles. Und die Personen, die sind richtig toll. Da hat man gleich Bilder vor den Augen, ganz toll beschrieben. Und wie gesagt, Handlungen und alles. Also da kein einziger Minuspunkt bei dem Buch. Das habe ich wirklich sehr gemocht. Gut. Dann kommen wir zum nächsten. Von Klaus Cordon geschrieben. 1848, die Geschichte von Jette und Frieda. Im Gulliver Verlag. Und geschrieben 97 und 2000 neu aufgelegt. Mhm. Klaus Cordon, muss man sagen, mit Büchern wie Die Roten Matrosen oder auch Der erste Frühling, ist natürlich ist einer der historischen Romanschreiber und er macht das wirklich gut. 1848, Jette und Frieda ist von mir auch absolut eines der besten Bücher über die Zeit. Spielt halt in Berlin, Märzrevolution. Die Hungerunruhen von 1847 werden auch noch behandelt. Hier haben wir auch eine ganz tolle Entwicklung der Person. Es geht vorwiegend um Jette, die halt mit ihrer Schwester und deren Bastard in so einer Zwischenetage wohnt, in einem Wohnhaus. Und die haben halt wirklich, die Schwester ist Prostituierte, was die zwei Mädchen natürlich ächtet in der Zeit. Und die Jette, die versucht so ein bisschen sich als Näherin über Wasser zu halten. Dann haben sie halt noch den kleinen Jungen, der dann für das ein oder andere Problem sorgt. Die haben so gut wie kein Geld. Und ja, der Frieda, der wohnt oben mit seiner Mutter, ist Zimmermannsgeselle. Und der hilft denen halt immer so erst heimlich und hinterher ziemlich offen, weil er halt sich in die Jette verliebt hat. Und bei Klaus Cordon kann man sehr viel lernen, ohne dass man es merkt. Also wenn man das Buch durchgelesen und weggelegt hat, dann ist man plötzlich überrascht, wie gut man sich mit den Geschehnissen um Berlin auskennt, um den März 1848. Und da wird halt auch sehr schön, finde ich, dargelegt, warum die Revolution gescheitert ist, wie die Bürger das dann so ein bisschen, das Bürgertum das alles so ein bisschen dreht und wendet, um der Adel sich das dann alles wieder so langsam, oder der König sich das dann alles so zurückholt, was er
hat abgeben müssen. Also sehr gut geschrieben. Tolle Geschichte, tolle Charaktere. Absolute Kaufempfehlung. Also wer das mal irgendwo günstig erstehen kann, oder das würde ich. Es gibt, muss man aufpassen, es gibt eine gekürzte Schulversion. Die kenne ich jetzt nicht. Das ist jetzt hier die Gesamtausgabe, die, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Was ist denn eine Zwischenetage? Das ist eine gute Frage. Ich müsste nochmal in das Buch gucken. Aber es ist auf jeden Fall so eine kleine Kaschemme, die wenig Platz bietet. Die haben die, es wird beschrieben, dass sie die Möbel der Eltern übernommen haben und da mussten sie, glaube ich, auch irgendwas zerschlagen, damit das überhaupt dann in die Wohnung reinpasst. Oh, okay. Und ich glaube, die schlafen auch nur in einem Bett. Und ja, es wird schön beschrieben, wie die, was sie halt zur Verfügung haben, auch und wie die ein Weihnachtsfest feiern, 1848. Also es ist sehr gut. Und was ich schön finde, ist, dass bei 1848 von Klaus Cordon, der bedient sich halt auch des Berliner Slangs und ja, das macht nochmal den Reiz der Figuren natürlich auch mit aus. Ne? Mhm. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Geschrieben von Erich Schlosserek auf Gnade und Ungnade im Verlag Neues Leben Berlin von 88. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob West- oder Ost-Berlin. Karl Marx Werk lässt eher auf Osten schließen. Da geht es um den Corwin, der ja mit verantwortlich war bei der Übergabe der Festung von Rastatt 1849. Das ist auch ein Buch, das sehr gut geschrieben ist. Es ist ein Roman, aber auch hier kann man sehr viel mitnehmen. Die vor allem die Gegebenheiten in der Festung Rastatt während der Belagerung sind sehr gut beschrieben und der Corwin ist eigentlich, wenn man möchte, der ist oft als Verräter verschrien, weil er halt mit den Preußen verhandelt hat und schließlich auch mitverantwortlich war für die Übergabe der Festung. Aber er ist hier eher ein Sympathieträger und ich habe ein Sachbuch mal über ihn gelesen, eine Biografie und das Buch kommt sehr nah dran. Also das ist auch sehr lesenswert geschrieben. Es gibt hier und da ein paar Punkte, wo man sagt, ja, ist vielleicht ein bisschen zu modern für die damalige Zeit, aber das kann man gut ausblenden. Hier haben wir auch die Charaktere, die historischen Charaktere, die auftreten, da wird man sofort sagen, ja, okay, das genau so kann ich es mir vorstellen. Wie er dann mit den Generälen verhandelt, auch wegen der Blutegel, die sie dann da tauschen, um die Verletzten zu versorgen und so. Also das sind schöne Anekdoten, die da aufgegriffen werden und ja, sehr schön verpackt. Mhm. Gut, dann kommen wir weiter. Horst Bosetzky, Aufruhr am Alexanderplatz, ein Kriminalroman von Konrads Fünfter Fall im Jaron Verlag aus 2013. Ja, was mich da natürlich gereizt hat, war ich glaube, da, genau, das irgendwo, schau mal oben auf dem Cover vorne, ist es geschah in Preußen und darunter dann ganz dick 1848. Da dachte ich, ja, so ein Kriminalroman, der dann irgendwie Aufruhr am Alexanderplatz, alles klar, das wird mit dem März 48 zusammenhängen. Wollte ich mir mal durchlesen. Im Kriminalfall bin ich jetzt auch nicht abgeneigt. Krimis, wenn sie gut gemacht sind, lese ich auch gerne. Und da liegt aber auch schon der Hase im Pfeffer. Dieses Buch möchte vieles sein und verliert sich dann am Ende darin, dass es allem gerecht werden will und es nicht funktioniert. Ich kenne die anderen Bücher nicht, vielleicht tue ich ihm jetzt Unrecht, weil, wie gesagt, das ist ein fünfter Fall und scheinbar ist das, was heißt scheinbar, das ist offensichtlich eine Reihe und ich kenne jetzt nur dieses eine Buch und deswegen bleibt der von Konrad für mich, dieser Oberstleutnant, Christian Philipp von Konrad, um den es geht, bleibt für mich so ein bisschen blass, unnahbar. Finde ich auch, ja, für die damalige Zeit, er ist so ein total liberaler Kopf und da frage ich mich, warum ist er noch Oberstleutnant im preußischen Heer? Das Ganze dient meiner Meinung nach einfach nur, um irgendwie ja, zu beschreiben, was da passiert ist. Er wechselt auch immer mal wieder ins Schloss, wo dann beschrieben wird, was der König so tut. Und also mit dem Buch bin ich nicht warm geworden. Der Kriminalfall an sich ist eher bedeutungslos und wird, meine ich, in der Hälfte des Buches auch schon so gut wie aufgeklärt. Man weiß dann relativ schnell, wer der Mörder ist.
Es gibt da noch ein paar Verwicklungen, in die er involviert ist. Aber das hat mich absolut. Das, als ich den Klappentext gelesen habe, war ich euphorischer, als ich das Buch dann weggelegt habe. Also das hat mich enttäuscht. Das war, ist ein bisschen schwach geblieben. Dann wird zum Beispiel auch eine Begebenheit beschrieben, wie auf einem Artillerieübungsplatz eine Kanone falsch eingestellt ist und die dann über die Grenzen des Schießübungsplatzes dann hinüber so eine Bäckerei zerschießt, wo dann irgend so ein Mädchen ums Leben gekommen ist, das beschäftigt ihn, aber ich habe nicht rausgefunden, inwiefern das jetzt für die Story, ja, das ist, glaube ich, ein ganzes Kapitel, wo es beschrieben wird, und in der Story wird das dann irgendwie nie wieder aufgegriffen. Also vielleicht habe ich da auch irgendwas überlesen oder falsch gelesen. Das Buch war, da müsste man vielleicht mit der ganzen Reihe mal anfangen, um dann im nächsten Band oder so dann den Zusammenhang zu verstehen. Hier steht also, dass diese, ich lese einfach mal vor, der Offizier Christian Philipp von Konrad von Konrad, Protagonist der Buchserie Es geschah in Preußen, in der versierte Krimi-Autoren das Berlin des 19. Jahrhunderts wieder aufleben lassen. Das heißt, es sind dann immer verschiedene Autoren, die sozusagen die halt so die Personen dann so aufgreifen. Genau. Hat in dem Fall für mich nicht funktioniert, weder der Kriminalfall noch das Drumherum. Ist alles so ein bisschen schwach geblieben. Er kämpft dann hinterher auch auf der Barrikade gegen die Soldaten und dahinter zieht er die Uniform wieder an und macht weiter. Was? Ja, also es war nicht also meins. Ich töte meinen Kumpel und danach oh mein Gott, mein Kumpel! Das macht so den Eindruck, als hätte der Autor Horst Bosetzky, klar, er hat wahrscheinlich eher Sympathien für die Aufständischen als für die königlichen Soldaten, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber nichtsdestotrotz hätte ich die Geschichte irgendwie anders aufgebaut, vielleicht mit zwei Charakteren oder. Aber das ist alles so ein bisschen. Ja, dann taucht da auch eine Prostituierte auf, die angeblich einen Sohn von ihm hat. Und ach, das ist alles so. Das hat mich alles gestört. Ich war da nicht drin. Ich bin nicht angekommen. Auf dem Alexanderplatz von Horst Bosetzky. Interessant finde ich auch die Waffe, die hier drauf ist. Ja, ne? Die ist auch später im Datum. Ja. Aber gut, da kann er nichts für. Das war wahrscheinlich im Verlag geschuldet. Okay, dann kommen wir mal zu einem Buch von Carlo Ross im Georg Bitter Verlag erschienen. Und zwar im Jahr 1989 und er heißt Nur Gedanken sind frei. Bei dem Roman geht es augenscheinlich um, ich glaube, so auch ein Teenager, Wilhelm Neumann oder so. Ja. Ja, genau. Da stirbt der Vater und die Mutter ist dann mit ihm und seinen Geschwistern alleine. Er hat noch eine Schwester, meine ich, eine ältere, glaube ich sogar, und noch jüngere Brüder. Nee, andersrum, er hat einen jungen Bruder, einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Und er wird dann auch natürlich mehr oder weniger von den Demokraten oder von der demokratischen Idee angesprochen, tummelt sich dann so mit dem Zinner, heißt der, glaube ich, ne? Es gibt da ein berühmtes Gemälde oder es gibt auch diese Anekdoten über den Handwerkerjungen, der da mit relativ jungen Jahren auf der Barrikade stirbt im März 1848. Um den dreht sich das so ein bisschen, aber auch hier finde ich die Figuren blass und die Handlungsweise schließt sich mir manchmal nicht. Es wird auch hin und her gesprungen. Wenn der Bruder mal irgendwas erlebt, dann wo ich mir denke, warum lässt er das nicht den Hauptprotagonisten erleben? Das ergibt für mich so keinen Sinn. Der kommt dann auch ins Gefängnis, in die Vogtei und so. Das dient halt alles, um so ein bisschen das Berlin von 1848 zu beschreiben, was möglicherweise gut gelingt, aber halt in die Handlung nicht so richtig reinpasst. Also es war auch ziemlich, ich habe da tatsächlich dann zum Ende hin mehr so die Seiten überflogen, weil dann spielt noch ein Pfarrer mit rein, der sich seiner annimmt, bei dem er dann arbeitet und so. Das ist alles ganz nett, aber da ist die Person schon so uninteressant für mich gewesen, dass, hat mich nicht abgeholt, das Buch, tatsächlich nicht. Aber man lernt Rotwelsch kennen. Die Sprache nannte man die Gaunersprache. Ja, wie gesagt, also es sind ein paar, sicherlich, wenn man das zu Ende liest, kann man wie in all den Büchern immer ein bisschen was mitnehmen über die Zeit und die Geschichte. Aber mir hat es nicht gefallen. Na gut. Also das gibt es auch, glaube ich, so im Handel nicht mehr. Das müsste man im Antiquariat, das kann man gerne liegen lassen.
Ein Roman um die Märzrevolution 1848 trifft es eigentlich ganz gut. Das steht hinten drauf. Ich hätte nicht über, sondern um. Es stimmt aus. Mhm. Passiert vieles drumherum und ja. Na, dann schauen wir mal, ob Gitta Edelmann mit Badisches Wiegenlied einen besseren gemacht hat. Meiner Spannung ist das der Verlag? Wahrscheinlich. Gemeiner Spannung ist der Verlag und es ist erschienen 2017. Ja, Gemeiner Verlag. Badisches Wiegenlied. Schwierig. In dem Buch geht es um eine junge Frau und die verliebt sich in einen jungen Mann aus Preußen, der sich um die Offenbacher Versammlung so ein bisschen da in der Stadt rumtreibt. Das spielt in Offenbach und beginnt halt 1847 und da entspinnt sich so eine zarte, entspinnt sich eigentlich nicht. Sie findet den eigentlich immer doof und das ist ja ein Preuße und bla 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 und wie das immer so ist und plötzlich ist ja doch ganz toll. Und das Problem, das ich mit dem Buch habe, ist als Krimi angepriesen. Es geschehen auch ein paar Morde, aber diese Morde, die werden so, ich glaube es sind drei, die werden so in das Buch eingepflegt. Ja, dann ist mal wieder einer tot, aber man begleitet weder den Ermittler noch sonst was, da ist halt einfach nur jemand tot. Und keiner weiß, alle reden drüber und dann passiert der Hackerzug und. Und genau in diesen interessanten Passagen des Buches switcht die Autorin über zu der Freundin von der, lass mich lügen, Sophie, wie heißt sie? Luise. Nee, Luise ist die Freundin? Genau. Demokratin Anna. Genau, die Anna. Die Anna ist die Hauptperson, aber immer wenn es spannend wird, dann erleben wir das über Luise. Zum Beispiel ein Hackerzug, Luise, ihrem Vater schließt sich an, Luise reist hinterher, erlebt das, trifft dann die Frau Struve und. Was eigentlich total gut gemacht ist und interessant. Aber ich habe mich eigentlich so gerade mit Anna angefreundet und dann verlasse ich sie und gucke der Luise zu, die irgendwie immer so ein bisschen blass bleibt, weil es halt nur die Freundin, so eine Nebenperson ist. Ja, ich muss sagen, ich habe hier nur, also ich kenne nur den Buchtext, wo ich es jetzt in der Hand habe, da steht da dann, ja, Besatzungstruppen. Gleichzeitig sucht ein radikaler Mörder die Stadt heim und hinterlässt junge Männer mit durchgeschnittener Kehle, bevor er spurlos verschwindet. Ja. Und dann ist da noch ein preußischer Spitzel, dessen Lächeln Annas Herz schneller schlägen lässt. Ja, das hätte mich warnen sollen. Also vielleicht bin ich als Mann nicht die richtige Zielgruppe. Der Mord wird später für den Leser auch aufgeklärt. Es war der Gärtner. Oder doch der Butler. Also ich möchte jetzt, falls jemand das Buch, also wie gesagt, so die Gefühlswelt von Anna und so, das ist alles eigentlich ganz nett. Auch mit ihrem Bruder, der sich dann natürlich auch auf die Seiten der Demokraten schlägt, dann kriegen die hinterher noch eine Einquartierung von preußischen Soldaten. Das ist auch so ganz nett, beziehungsweise ein preußischer Offizier, wie der ihr dann so ein bisschen schöne Augen macht und sie dem versucht zu entkommen. Alles total toll, nur wie gesagt, die spannendsten Dinge erlebt halt nicht die Hauptperson, mit der man die ganze Zeit, auf deren Schulter man die ganze Zeit sitzt. Und und die Liebesgeschichte ist nicht unrealistisch, würde ich sagen. Ja, sie entwickelt sich langsam, finde ich gut. Die ist auch nicht kitschig. Aber das mit der Luise, das hat mich tatsächlich gestört, dass man dann so raus war und das so als stummer Beobachter irgendwie so aus der dritten Reihe erfährt. Ja, wenn man mit einem so warm geworden ist, dann will man mehr darüber und nicht irgendwie wechseln. Genau, ja. Ja. Hatte ich bei anderen, jetzt blödes Beispiel, Herr der Ringe, ich war halt mit Gimli und Legolas, wie sie da den Hobbits hinterher sind und dann kommt irgendwas mit Frodo, wo ich mir denke... Ja, das ist dann immer, wenn ich vorspule. Ja, genau. Okay, dann schauen wir mal, wie sie es gewagt haben. Otto Wermuth, wir haben es gewagt. Die Badisch-Pfälzische Revolution 1849. Und zwar im Verlag Rombach Freiburg 1981. Ja, habe ich auch genau im Antiquariat erstanden. Ist eigentlich gehört es nicht so ganz in die Reihe, die wir heute hier vorstellen, weil es ein halbes Sachbuch und ein halber Roman ist. Also es gibt immer wieder Passagen, die als Roman geschrieben sind. Fiktiv begleiten wir einen ehemaligen österreichischen Offizier, der sich auf Seite der badischen Demokraten geschlagen hat. Was mich hier gestört hat, war einfach, ich weiß nicht, ob der Autor lässt vermuten, vielleicht Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg gesammelt hat. Das, was er alles beschreibt und wie er es schreibt, das könnte auch, ich sag mal, ganz, ganz blöde und abgeschmackt in einem Lanzerheft stehen. Fand ich nicht gut recherchiert und auch für die Zeit nicht gut wiedergegeben.
Was ich schön finde, ist, dass man tatsächlich dem Offizier, also wenn man sich auf, wenn man das ausblenden kann oder einfach so unvoreingenommen an die Darstellung rangeht, die der Autor hier dem Mann gibt, der hat ein paar schöne Macken, auch in seiner Sprechweise und so, da kommt man ihm schneller nahe. Also das ist ganz gut gemacht, so als Stilmittel gewählt. Der Mann hat halt Ecken und Kanten, in denen man sich vielleicht auch ein Stück weit wiederfinden kann. Und so wird halt versucht, ein bisschen die Gefühlswelt der Revolutionäre rüberzubringen, was aber auch nur halb gelingt. Jetzt kann man lesen, muss man nicht. Ist so ein bisschen neutral. Es sind schöne Zeichnungen drin. Sogar relativ viele, also. Ja, sind auch ein paar nette Erschießung drin. Bonings. Wer ist Bonings? Ein Politiker. Okay. Ich müsste jetzt lügen. Entweder war das ein Gefolgsmann von Blum oder ich müsste nochmal nachlesen. Gut. Ja. Dann, was haben wir denn hier noch? Jetzt haben wir noch zwei Bücher hier. Schauen wir mal. Frankfurt 4849. Skizzen einer Revolution. Es sieht nach... Das ist eine Graphic Novel tatsächlich. Ja. Relativ... Man erkennt das an den Bildern. Ja, relativ frisch, genau. Ist auch jetzt nicht so dick. Spricht auch mehr das jüngere Publikum an. Ist aber, wie ich finde, mit Liebe zum Detail gemalt und mit Liebe zur Sache. Aber sagen wir kurz, also Christopher Taubner und Anne Lee Wagner im Junges Museum Frankfurt im Zwerchfell Verlag. Genau. Beschäftigt sich mit der Geschichte Frankfurts in der Revolution. Wird aus Sicht auch wieder eines jungen Mädchens erzählt, die halt so ein bisschen gegen die Konvention der damaligen Zeit aufbegehrt und sich halt auch mit einem Studenten anfreundet. Finde ich sehr gut dargestellt, auch wie die Eltern mit ihr umgehen, was sie alles nicht darf, wird aufgearbeitet. Also hier kann der junge Leser oder die junge Leserin tatsächlich viel lernen und ist halt wirklich ansprechend gezeichnet. Es wurde auf Mode und Details geachtet. Und die Story finde ich auch nicht schlecht. Also sie gerät dann hinterher tatsächlich auch noch in die Barrikadenkämpfe hinein. Septemberaufstand von 1848. Es wird die Geschichte der Paulskirche erklärt und auch beschrieben, wie auf welcher Position stand und was das Problem der Paulskirche ist. Und das ist, wie gesagt, ist kurzweilig. Klar, es ist ein Comic und ein Graphic Novel. Er hat nicht viel Seiten. Ich glaube, die kommen knapp auf 100, wenn überhaupt. Nee. Noch nicht mal, ne? Die haben 50. Die Seitenzahlen hören irgendwann auf. 42, 48, 47, 48. Ah, ja, sagen wir 50. Ja, so 50. Ich hatte ein kleines Glossar noch mit dabei. Genau, Hintergrundinfos. Und ich glaube, zum Schluss auch noch, wie es denn weiterführt. 1861, 66, 70, 71. Genau. Erster Weltkrieg. Was schade ist, was aber nur angedeutet ist, das ist auf der nächsten Seite, wenn du einmal weiterblättern magst. Das also hier geht es ja schon Frankfurt 1918. Ja, genau. Ah, das ist ja das, wahrscheinlich. Das ist quasi der Epilog, ne? Ja. Das, der Handlung. Und dann wird ein Bild gezeigt, wo eindeutig zu erkennen ist, dass der junge Mann eine Unionsuniform aus dem amerikanischen Bürgerkrieg tragen soll. Wird aber nicht mehr weiter verfolgt, dass halt die Auswanderer oder ne, die Revolutionäre, die dann in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind, sich dort auch noch für Demokratie und Freiheit eingesetzt haben. Da muss man schon, glaube ich, darauf hingewiesen werden, dass dieses Bild das aussagen soll. Aber ne, mit dem Kapitol im Hintergrund. Mhm. Aber es ist eine nette Abrundung der Geschichte, finde ich gut. Also wie gesagt, das Buch ist kurzweilig, aber habe ich sehr gerne gelesen und kann ich auch gerne weiterempfehlen. Wurde in Frankfurt eine Guillotine aufgestellt? Nein, das bezieht sich auf die Französische Revolution. Ach so, weil da unten steht Frankfurt. Das irritiert mich, wenn man nur drüber liest. Ich habe es jetzt nicht genau gelesen. Ne? Man sieht nur, okay, Frankfurt, 31.3.48 und ja, rechts daneben die Guillotine. Ja, das bezieht sich halt auf, ne, dass das aus Frankreich rüberkam. Ah, okay. So, Februar, März, Februar und die Juni-Revolution wird dann noch... Es wird erklärt, warum Deutschland denn plötzlich demokratisch werden möchte. Naja, dann. Also wie gesagt, das rundet das ab. Und es ist nicht zu viel. Also ich finde, das ist genauso eine Quintessenz, genau das richtige Maß an Infos, die man mitnimmt. Und wie gesagt, noch eine schöne Geschichte. Ich glaube auch gerade für Mädchen. Aber das muss ja, also ich habe, mir hat es auch gefallen. Gut, dann kommen wir zum letzten. Ich würde sagen, das ist auch ein Comic. Ja.
des Volkes Freiheit vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Es präsentiert die Revolution 1848, 49 in Baden und Württemberg. Behi Schwebel Noll und Peter Mühlsteffen-Walz. Vielleicht sind das auch verschiedene. Ja, ich glaube, das sind mehrere. Das kann sein. Gucken wir mal, was hier drin steht. Von 98, Joseph Bohe, Friederik Webel, Patrick Nohl, Roland Peter, Klaus Mühlstreff und Michael F. Walz. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle Namen, die wir falsch aussprechen heute. Ja, ja, der Titel ist natürlich zweideutig, des Volkes Freiheit. Es geht um Franz Volk, der ist einer der Protagonisten. Und auch der erzählt rückblickend im Gefängnis von Bruchsal oder sogar in den Kasematten von Rastatt von den Ereignissen 1848 und 49 in Baden. Ist so ganz nett, ist ein Comic. Von den Zeichnungen her haben sie sich sehr bemüht. Was mich da so, aber das ist vielleicht auch damals so gewesen. Also wir finden Steffi Graf darin wieder, Alfred Biolek, den Schummi wie heißt noch dieser ARD-Tagesschausprecher, der Ulrich Wickert. Finden wir als Person wieder. Und sogar Schumi ist, keine Ahnung, reitet Artillerie und hat einen Ferrari. Ja, ja, genau. Er bringt mit seiner Ferrari-Artillerie den Großherzog in Sicherheit. Da bin ich immer wieder raus aus der Handlung. das tut mir leid, das ist nicht meins. Auch der Alfred Biolek, der dann irgendwo als Koch auftaucht, oder die Steffi Graf, die dann als Ehrenjungfrau irgendjemandem da so einen Kranz übergibt. Oder Ulrich Wickert, der halt von dem tragischen Ausgang des Feldzuges gegen die Preußen berichtet. Das ist alles, ist dann so, ja, nicht meine Welt irgendwie. Ich weiß nicht, warum man das da reingenommen hat. Vielleicht um das ganze Thema so ein bisschen, ne? Da sieht man die toten, niedergemetzelten Revolutionäre liegen und dann kommt Ulrich Wickert und erzählt da irgendwie sowas. Das weiß ich nicht. Ist so ein nicht Stil. Auch eine Nachrichtensprecherin, die mit ihm war? Ja, möglich. Von der Zeichnung her habe ich sie jetzt nicht erkannt, aber. Ich glaube, ich weiß nur den Namen nicht, aber der mit ihr halt, sie hat mit ihm die Heute-Show gemacht. Nee, Heute-Show? Ulrich Wicker war da. War Tagesschau, meine ich. Tagesschau, oder? Ja. Ich meine, das war so ein Tagesschau. Also auf jeden Fall ein Nachrichtensprecher, ja, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Ne? Und es gibt halt immer wieder. Ja, Asterix so, ja, Hinweise und Che Guevara in Offenburg. Na, da bin ich raus. Das ist komisch. Ja. Weiß ich nicht. Aber letztendlich glaube ich, also ich meine, die Geschichte, ne, ist astrein wiedergegeben, auch mit der Kapitulation von Rastatt und die Blutegel kommen auch noch drin vor und. Die wer? Die Blutegel, wo die Preußen dann die Blutegel liefern für die Behandlung der Verletzten, um das tote Fleisch da wegzufressen oder was weiß ich, was die da machen. Oh. Zur Ader lassen. Hier steht drin, die Preußen haben uns 1000 Blutegel geschickt, damit wir die Not der Verletzten lindern können. Aber das zeigt auch, wie sicher sie sich ihres Sieges sind. Ja. Also, die haben echt Blutegel geschickt? Ja. Angeblich haben die das gegen Champagner, glaube ich, getauscht oder Sektflaschen oder so. Die preußischen Offiziere konnten sich dann den badischen Sekt schmecken lassen, den französischen Sekt. Und dann. Oh ja, okay. Naja. Na, also die Kapitulation ist drin. Dann haben die Preußen eigentlich hier alle grün? Ja, weiß ich nicht. Das ist halt, weil es Militär, blablabla. Ich habe keine Ahnung. Hier nochmal an den spanischen Bürgerkrieg, ne, haben sie von dem Goya noch so ein Bild dann verunstaltet und das an die badische Festungsmauer transferiert, wo dann die Revolutionäre erschossen werden. Ist ein Stilmittel, kann man machen. Brauche ich nicht. Also die sind gehen hier raus und jetzt sagt er, zielt gut, meine Brüder, ich sterbe für die Freiheit. Letzte Worte des erschossenen Revolutionären Max Dotu. Mhm. Das sieht so aus, als ob die hier gerade die Gefangenen schießen. Naja, das haben sie auch getan. Also ja, es sieht so aus, als würden sie alle massakrieren, das ist richtig. Aber haben sie denn alle massakriert? Nein, oder natürlich Teil? Nicht. Warum haben sie einen Teil massakriert? Ein paar ausgewählte, natürlich. Exempel statuieren. Also wie gesagt, das hat mich nicht, weiß ich nicht. Oh, hier singen sie auch nochmal zum Schluss das badische Wiegenlied. Mhm. Und dann sogar nochmal eine kurze. Klar, ist ja auch herausgegeben vom Haus der Geschichte, also da muss natürlich auch ein bisschen was dahinter stecken. Also zum Schluss, danach findet man hier noch ein paar Seiten, ja, Geschichtsbuch sozusagen, Geschichtsinfo. Hat aber den Standard eines Schulgeschichtsbuches tatsächlich. Also. Also das mit den Dingen für, also was da Schumacher und Wickert und, also das finde ich irgendwie. Ja, ne? Oder? Findest du das gut? Es passt überhaupt nicht. Nee, es passt nicht und nimmt mich nicht mit. Also, es ist
Ja, genau, das habe ich mich gefragt. Warum? Wahrscheinlich, um das ganze ernste Thema ein bisschen aufzulockern. Kann ich es nicht verstehen, weiß ich nicht. Also wir können eigentlich sagen, es waren ein paar gute dabei. Ja, ein paar sehr gute. Es waren ein paar nicht so gute dabei und dann hast du gesagt, du kannst es besser. Nein, das habe ich nie gesagt. Ich wollte nur das, was mir fehlt, wollte ich dann nochmal. Aber das, dazu sage ich nichts, weil das wäre Eigenlobhudelei. Nein, dann gibt doch mal das Buch. Und also, die stinkt ja bekanntlich. Genau, also ein weiteres Buch von einem Christian Wolf. Schon mal gehört den Namen. Also nur damit ihr es wisst, das ist er. Das Blut der Freiheit. Hat er selber geschrieben. Und was ist das hier? Das ist ein Einleger? Ja, Leseprobe. Ach, eine Leseprobe. Ja, die habe ich als Lesezeichen benutzt. Ah, okay. Also es gibt auch eine Leseprobe. Es gibt, geht um ein Leutnant. Ich habe es noch nicht gelesen, muss ich sagen. Ich habe es mir nur unterschreiben lassen und warte aufs Hörbuch. Vielleicht sollten wir jemanden dazu holen, der es gelesen hat. Echt? Wer hat das denn gelesen? Ich glaube, der Christoph hat das schon gelesen. Der Christoph hat das gelesen. Ja, wo ist denn der? Ich glaube, ja, der näht noch fleißig jetzt hier auf dem Workshop. Ah, okay. Den können wir ja schnell dazu holen. Ja, dann machen wir jetzt so eine Transition. Oder wie war das? Nee, das war Batman, oder wenn dieses Ding kommt. Also, wir sind gleich wieder da und holen den Christoph. So, bevor Christoph kommt, haben wir noch ein Zwischenbuch. Und zwar Berlin Feuerland von Titus Müller im Karl Blessing Verlag aus 2015. Ja. Wissen Sie das? Ja, das habe ich vergessen tatsächlich, aber das habe ich auch schon gelesen. Und das ist eins, was ich auch weiterempfehlen möchte. Es hat eine sehr solide Geschichte. Da geht es halt um die Tochter des Kastellans von Berlin. Und also der Schlossverwalter quasi. Und einem jungen Mann aus Berlin-Feuerland, ein Handwerker, so ein Tagelöhner, der so ein bisschen ja immer wieder auf der Suche ist, wie er sein Geld verdient. Und er hat unter anderem auch den Nebenjob quasi wohlhabende Damen so ein bisschen als Gruseltour durch Berlin-Feuerland. Also ne, damals. Was ist denn das Feuerland? Das Feuerland, das war da, wo die ganzen Fabriken hier, Borsig und so, wo die ihre Fabriken hatten und wo die ganzen armen Arbeiter, das Vogtland war das, glaube ich, ne? Berlin-Vogtland, wo die untergebracht waren. Und ja, er führt die halt mit ihren Freundinnen dann eines Tages halt da durch und findet die wohl ziemlich hübsch und ansprechend und macht sich dann auf die Suche nach ihr. Natürlich finden sie sich auch und beide geraten dann aber auch in die Wirren, der Revolution im März 1848, wie ich finde, sehr, sehr schön anschaulich geschrieben, spannend auch. Das Ganze wird noch ein bisschen dadurch gewürzt, dass der Polizeipräsident von Berlin, der Minutolli, Polizeikommandierende, wie sich das damals schimpfte, eine Rolle einnimmt in dem Buch, so eine Art Parallelgeschichte und dementsprechend auch so ein bisschen die andere Seite beleuchtet. Und das, finde ich, ist in dem Buch, dem Titus Müller, tatsächlich sehr gut gelungen. So als Reenactor finde ich es katastrophal, wie er das preußische Militär beschreibt. Und er gibt seine Quellen hinten im Buch preis und zeigt dann, dass er irgendein bayerisches Handbuch für Infanteriewaffen benutzt hat. Und dann frage ich mich auch da, ja, selbst dann, wenn er, die werden das ja nicht anders gehandhabt als die Preußen und trotzdem ist das irgendwie falsch beschrieben. Und was mich in dem Buch so ein bisschen gestört hat, ist, dass irgendwelche französischen Geheimagenten die Waffen für den Aufstand nach Berlin geliefert haben und die ganzen Berliner Aufständischen vorher im Umland Barrikadenbau geübt haben. Das ist so ein bisschen seltsam in dem Buch. Aber ansonsten die Geschichte und so finde ich ganz gut. Ja, es gibt halt so, das ist so. Ja, ich gucke skeptisch. Ja, genau, es ist ein Buch mit Licht und Schatten und das ist halt der Schatten. Aber Licht ist die Geschichte, die ist durchaus schön geschrieben. Auch die Charaktere, also die beiden Liebenden. Sie soll dann an so einen schnöseligen Leutnant dann verlobt werden, weil irgendwie man so in die Schlossgesellschaft dann reinkommen möchte. Und ist ganz gut beschrieben. Doch, können wir noch. Also kann man lesen, würde ich empfehlen, ist nicht schlecht. Und was macht er jetzt am Militär falsch? Also stellt er dran, dass die Hinterlader haben? Nein, das ganze Verhalten. Okay. Ja, die stürmen halt die Barrikade mit den Säbeln. Was machen die mit den Gewehren? Schmeißen sie vorher wieder weg? Das ist immer so. Ja, natürlich hatten die Säbel, aber er hat dann nicht zu Ende recherchiert, dann lasse ich es halt weg. Ja, das ist so dieses typische Hollywood, wenn eigentlich so die Linienregimenter aufeinandertreffen, plötzlich alle ihre Waffen wegschmeißen und um sich in einem riesen Kuddelmuddel zu hauen und zu stechen, was ja historisch jetzt so absoluter Nonsens ist. Na, das sieht bei der Patriot immer ganz toll aus, aber das hat's, weiß ich nicht. Hm. Na,
glaube, da bist du mit mir einer Meinung, dass es sowas eigentlich nicht gegeben hat. Warum hatten die Säbel? Das ist ein Podcast über Bücher und nicht über das preußische Militär. Ich glaube tatsächlich, dass wir das in einem Podcast schon besprochen haben. Ja, aber es passt jetzt, deswegen. Warum hatten die Säbel, wenn sie doch ein Gewehr hatten mit Bajonett? Ja, aber das war natürlich traditionell, sag ich mal, aus der Entwicklung des Militärs natürlich noch bedingt als Werkzeug, als Statussymbol und letztendlich auch als Waffe. Machen wir uns jetzt wenn vor, sie kein Gewehr dabei hatten. Zum Beispiel. Oder tatsächlich, wenn man das mal im Feind drin stecken lässt, weil das Bajonett nicht rauskriegt oder solche Geschichten. Oder es einmal aus der Hand geschlagen wird. Aber ein Säbel ist eine Waffe, kurzum. Ja. Aber gut. Die haben halt nicht auf Befehl die Gewehre weggeschmissen, um dann mit den Säbeln die Barrikade zu stürmen. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Ja, das kann ich mir glauben. Ja. Ja. Das war so. Boah, vielleicht noch ein Schuss drin ist. Ja. Ja, das war so ein bisschen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen stört das Buch jetzt so nicht. Gut. So, und jetzt ist der Christoph bei uns. Hallo Christoph. Hi, moin. Du musst dahin sprechen, nicht mich angucken. Da. Hallo. So, er hat auch euch zugewunken. Christoph, du hast dieses Buch von diesem Christian Wolf, der auch zufällig heute hier sitzt. Hallo. Genau, gelesen. Was ist denn das für ein Buch? Um was geht's denn da? Ist es gut? Ist es, ja, erzähl. Ja, also grundsätzlich geht es darum, dass ein Leutnant der preußischen Armee quasi wird beschrieben, sein Werdegang während der Revolution. Ich will jetzt auch nicht spoilern. Geht auch noch ein bisschen mit einer Liebesgeschichte dabei. Also mich hat das Buch sehr schnell gepackt und ich habe es auch mal eben in 3 Abenden kurz weggefrühstückt. Was eben halt sehr interessant ist. Meistens ist ja immer die glorreiche Seite der Revoluzzer, die beleuchtet wird. Und die Soldaten, naja, sind dann in den Büchern oder Geschichten oft Statisten. Und hier haben wir jetzt mal alles gesehen aus der Sicht eines Soldaten, wie das abläuft. Und naja, sonst, wenn ich noch mehr erzähle, müsste ich wieder spoilern. Also mir hat es sehr gut gefallen. Es macht auch einen recht schlüssigen Eindruck. Auch so von den Handlungen her. Und es ist eigentlich wenig zu kritisieren, was ich so gefunden habe, was eventuell unhistorisch sein könnte. Klar sind natürlich, um die Geschichte etwas interessanter zu machen. Das schreibt da Christian aber auch hinten drin, welche Ereignisse in anderen Einheiten oder an anderen Schauplätzen stattgefunden haben, um eben, sage ich mal, die ganze Geschichte auch interessanter und lesenswerter zu machen. Mhm. Also ich kann es empfehlen, das Buch. Okay. Und das geht dann nur in, also er geht praktisch durch die Revolution durch? Also er fängt in Berlin an und hört in Rastatt auf? Oder wie ist das? Dresden. Fängt in Berlin an und hört in Dresden auf? Fängt in Dresden an. Nein, also, wenn ich jetzt doch kurz was dazu sage. Also es beginnt, also es hat die Reichsverfassungskampagne als Hintergrund, ne, mit den Aufständen und den Straßenkämpfen in Dresden, über die Ereignisse in Westfalen, in Iserlohn, und dann geht's halt nach Baden. Wo dann natürlich in Rastatt dann ja das Ende, das bittere Ende kommt sozusagen. Wobei ich Rastatt ausgeblendet habe, weil das einfach, ja, wir haben jetzt hier ganz viele Bücher, sind wir durchgegangen, und ich glaube, in 70% davon ist Rastatt Thema. Das habe ich so als bekannt vorausgesetzt. So. Okay. Und es passt auch irgendwie nicht in die Handlung. Okay. Dann also können wir noch sagen, es ist im A-Verlag erschienen, nicht im B-Verlag, im A-Verlag. Und es ist aus 2022. Relativ frisch, genau. Oh. Dann, wann kommt die nächste? Also die Fortsetzung? Ja, ich habe jetzt noch ein paar Bücher zu Hause, die ich selber noch lesen muss, und dann schreibe ich vielleicht auch irgendwann nochmal eins. Ich habe gerade einen vielleicht gehört. Ja, also es haben schon viele gefragt, wann es eine Fortsetzung gibt. Mal gucken. Ja, musst du ran. Die Frage ist ja auch, wann kommt das Hörbuch? Für die Audio. Vielleicht machen wir mal einen Podcast davon. Oder so. Ja, okay. Ich habe die Leute auch schon angerufen wegen der Filmrechte. Nein. Vielleicht nochmal abschließende Zusammenfassung. Von dem Buch? Nein, von unseren Büchern, die wir jetzt heute besprochen haben. Ja, also wir haben sehr gute und nicht so gute dabei gehabt. Genau. Und ja, vielleicht nochmal eine Empfehlung abgeben. Klaus Gordon, 1848, die Geschichte von Jette und Frieda aus dem Gulliver Verlag. Möchte ich empfehlen. Dann haben wir von Dietrich Reiche, Zeit der Freiheit, die Angst des Engelwirts vor dem Preußen, im Andrich Verlag in der History Edition. Dann haben wir noch Preußen, Lumpen und Rebellen. Das wird man wahrscheinlich nur noch im Antiquariat finden.
von dem Ehepaar Bauer, Braun auch sehr zu empfehlen. Und dann haben wir noch, wie gesagt, die Graphic Novel von Tauber und Wagner, Skizzen einer Revolution im Zwerchfell Verlag erschienen. Da möchte ich auch ganz gerne eine Kaufempfehlung aussprechen. Und wir haben das Blut der Freiheit von Christian Wolf. Da können wir dann sagen, dass wir es empfehlen können. Ja. Also ich habe es noch nicht ganz gelesen, ich habe noch mal was angelesen. Und du hast, wie gesagt, das Hörbuch, aber ich sehe schon, ich muss das selber vertonen. Weil du einfach lesefaul bist, das musst du dazu sagen. Ja, ich lese halt andere Dinge. Computerspiele. Genau. Ja, okay. Es gibt nichts Schöneres als ein Sofa und ein gutes Buch. Ja. Ich habe kein Sofa mehr. Ah. Nur noch ein Lesesessel, das reicht kannst aber kannst du denn auch. Gar nichts? Ich habe einen Gaming-Sessel. Oh, da okay, kann man auch lesen. Der ist nämlich sehr bequem, habe ich gehört. Ja. okay. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen was mitnehmen, dass vielleicht die eine oder andere Anregung gegeben ist. Vielleicht habe ich auch... ja, wie gesagt, das ist halt mein Geschmack. Wie gesagt, ich habe es jetzt gelesen. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen eins von den Büchern, die ich jetzt aussortiert hätte oder habe. Ja, gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwo falsch liege. Dann können wir das vielleicht nochmal aufgreifen. Ich habe, wie gesagt, noch einen Haufen Romane. Vielleicht gibt es nochmal einen Teil 2 von der Revolution in der Literatur. Wie gesagt, die Belletristik hat da tatsächlich einiges zu bieten. Ich habe auch tatsächlich noch einen Roman aus den 1850er Jahren. Da muss ich nochmal reinlesen. Er spielt 1850 oder er nein, ist geschrieben? Nein, er ist geschrieben relativ zeitnah nach der Revolution. Spielt dann im pfälzischen Raum. Ich denke, das ist auch sehr interessant. Aber da muss ich mich noch durchkämpfen. Ja, wie generell bei der Quellensuche ja eigentlich die Bücher am besten sind, die relativ frisch erschienen sind. So alles, aber wie gesagt, als Roman, das fand ich jetzt mal spannend, den habe ich auch im Antiquariat erstanden. Ah, okay. Aber wie gesagt, noch nicht gelesen. Mhm. Wie gesagt, vielleicht machen wir da noch einen zweiten Teil. Gut, dann euch beide, danke für die Zeit, die ihr gemacht habt. Christian, danke auch, dass du die ganzen Bücher auch mitgebracht hast, dass er auch mal sie anfassen konnte. Und danke für dein schnelles Lesen des Romanes, dass wir hier auch das besprechen konnten. Ganz unvoreingenommen. Und euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, gerne uns zukommen lassen in die Kommentare. Auch wenn wir das jetzt nicht so regelmäßig machen, machen wir es immer wieder. Ja. Und dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.